Ein Emirat, das in Öl ertrinkt. Kräne, Zementmischer und Presslufthämmer, die eine Symphonie des Turbokapitalismus spielen. Die Rede ist von Dubai? Von wegen. Haha, da lachen ja die Hühner und noch nicht mal die. Dubai war gestern. Die arabische Musik spielt längst in Katar, dem unvorstellbar reichen Zwergstaat von der Größe Husums. Katar ist ein Land der Superlative. Die Mitglieder der Königsfamilie rodeln bei 70 Grad im Schatten auf mobilen Schneepisten durch die Hauptstadt Doha. Wenn die Katamarane im Sommer 3 Monate in Urlaub fahren, lassen sie die Klimaanlagen zu Hause die ganze Zeit auf höchster Stufe laufen. Zynische Begründung, kostet ja nichts. Katar in Zahlen. Parteien? Keine. Gewerkschaften? Keine. Westfernsehen? Fehlanzeige. Besteck? Ebenfalls Fehlanzeige. Gegessen wird mit Händen und Füßen. Wenn die dann noch dran sind. Denn das Rechtssystem ist die Scharia und hält eine recht übersichtliche Zahl von Strafen bereit. Finger ab, Zeh ab, Hand ab, Fuß ab, Arm ab, Bein ab, Kopf ab. Hut ab. Bier trinken, auch alkoholfreies, wird mit 10.000 Stockschlägen geahndet. Und wer auf offener Straße ein Nuss-Nougat-Sandwich verzehrt und dabei krümelt, verschwindet auf Nimmerwiedersehen unter einer künstlichen Pyramide. Katar soll bis spätestens 2030 zur Nummer 1 im Weltsport werden. Handball-WM, Fußball-WM, WM-WM. Mit Öl kann man ja bekanntlich besonders gut schmieren. Wer nicht bei 3 auf der Palme ist, wird eingekauft. Spieler, Fans, geldgeile Stars. Pharrell Williams, Jennifer Lopez und Helene Fischer werden für astronomische Summen zu kleinen Ständchen in einer Halbzeitpause verpflichtet. Moderieren tut das Ganze wie immer Johannes B. Kerner. Die Arbeitsbedingungen in Katar sind die Hölle. Jobnomaden aus aller Welt werden mit vermeintlichen Traumjobs geködert. In Doha erwartet sie dann nicht der Job als Architekt oder Projektleiter, sondern immer wieder als lebende Schachfiguren. Denn was viele nicht wissen, der Nationalsport in Katar ist Straßenschach. Beispiel Tobias G., Name geändert. Der fränkische Tiefbauingenieur ließ sich und seine Familie für 10.000 Dollar im Monat anheuern. Dafür müssen sie sich von morgens bis abends als lebende Schachfiguren übers Brett jagen lassen. Geh als Frau als Läufer und geh selbst Turm. Die Söhne arbeiten als Bauern. Und unterhalten dürfen sich dabei gar nicht, weil das die Katalanen vom Spiel ablenkt. Mittlerweile hat sich der sympathische Franke in sein Schicksal gefügt. Am meisten Spaß macht ihm die Rochade. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen recht schönen guten Abend.